Noch etwas, in der Zeit waren wir ja bereits alle musikalisch unterwegs. Einmal in der Woche Klavierstunde in die Josef-Schwarz-Straße zur Fräulein. Wie hieß sie? Wird mir schon wieder einfallen. Ja. Aber die war also super, denn wir gingen alle zu ihr. Sie kannte uns alle. Wir waren also bei ihr in besten Händen im Klavierunterricht. Und da ging ganz Solln zum Klavierunterricht, also nicht bloß wir, sondern ganz Solln war dort. Es war also ganz okay. Und was noch wichtig war, die Mutter war ja auch in Gymnastik ausgebildet. Sie hatte die Lolland-Schule besucht und hatte eine Ausbildung als Gymnastiklehrerin. Und es gab bei uns zu Hause Morgengymnastik, alle antreten im Nachthemd und Übungen machen. Und wichtig war das Morgengebet. Es war also, der Tag war gut strukturiert. Schule, da gab es kein Wenn und Aber. Das war selbstverständlich, dass man in die Schule ging. Da gab es überhaupt keine Ausrede oder krank oder irgendwas, sondern Schule, das war Pflicht. Man ist in der Früh aus dem Haus gegangen, die Schule, und Mittag, wenn man nach Hause kam, dann war es Mittagessen auf dem Herd. Es war alles vorbereitet für jeden. Und was noch etwas war, es gab Schulspeisung. Das ist etwas, was ganz wichtig war. Wir hatten unser Schulspeisungsgeschirr dabei und da gab es die großen blauen Eimer, die waren ungefähr so groß. Und da gab es dann einen Schlag, einen Schöpflöffel voll. Manchmal gab es auch was anderes, und zwar einmal gab es Erdnüsse. Und da hieß es, die Erdnussdosen, die muss man teilen. Und wie sollte man Erdnüsse teilen? Ja. Ich hatte eine Freundin in der Klasse, die Mulli, mit der ich mich auch nachmittags oft traf. Das war so meine Busenfreundin. Und mit der habe ich gesagt, du Mulli, wir teilen uns das. Und da haben wir gesagt, so, dann haben wir sie aufgemacht. Dann haben wir angefangen zu zählen. Du, da ist aber nur eine halbe drin, da musst du mir zwei geben. Und dann wurde genau halbe und ganze Erdnüsse geteilt. Es war eine ziemliche Aktion, aber es hat für jeden am Schluss gestimmt. Und diese Schulspeisungen waren eigentlich ganz okay. Wir waren vom Essen her nicht verwöhnt. Man war froh, wenn man einen Bauch gefüllt hatte. Das war damals noch eines der wichtigsten Dinge, dass man genug zu essen hatte. Da war man nicht mäkelig, sondern es hat geheißen, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Und jeder war froh, wenn er überhaupt was zu essen gekriegt hat. Denn mit hungrigem Bauch ist selten bei uns jemand aufgestanden. Und zu Hause gab es meistens ein Drei-Gänge-Menü, Suppe, damit schon mal die erste Sättigung im Bauch ist, damit nicht so viel rein geht. Ja. Dann gab es ein Hauptgericht, meistens am Montag war es meistens Erbsensuppe, die im Esszimmer auf dem Bollerofen den ganzen Vormittag gekocht hatte, weil Montag war Waschtag und die Mutter war in der Waschküche beschäftigt. Da war nicht viel Zeit zum Kochen, und wenn da mal ein Würstel drin geschwommen ist, dann war das schon super. Aber Erbsensuppe hat satt gemacht, und Nachspeise, naja, da gab es dann manchmal Kompott aus dem Keller. Deine Mutter hat sehr viel schön eingekocht. Wir hatten ja den großen Garten, gab viel Apfelkompott, und manchmal für ganz besondere Anlässe gab es auch mal Birnenschnitzel. Aber das gab es eigentlich nur am Sonntag, wenn der Vater da war. Da gab es dann was Besonderes oder mal Zwetschgenkompott. Das sind so die Besonderheiten gewesen. Es gab alles aus dem Garten. Es gab ein Kartoffelfeld im Garten, das war im Vordergarten, und im Hintergarten waren die Gemüsebeete. Und die Gemüsebeete waren schön außenrum mit Blumen garniert, damit man das Gemüse nicht so sieht. Aber die Bohnenstangen, die haben rausgeschaut. Und es gab Hühner. Im Garten gab es Hühner, denn auf die Weise gab es auch Eier. Und das war, also wir waren fast Selbstversorger geworden. Das Einzige, was Mutter einkaufte, das war Milch.
manchmal beim Metzger etwas fürs Wochenende, wenn der Vater da war, oder eben wenn das Gemüse aus dem Garten nicht gereicht hat. Mutter war eine sehr gläubige Frau, und was ihr diese große Familie halten half, sie ging jeden Morgen um 6:30 in die Frühmesse, war jeden Tag in der Früh und hat sich Kraft geholt für den Tag. Und danach ist sie mit dem Radl eben gleich zur Molkerei gefahren, hat beim Buffler die Milch geholt und ist dann nach Hause gekommen. Da war meistens eine 5 Liter und eine 4 Liter Kanne am Rad gehangen. Also viel Milch gab es. Und es war in der Schule einfach alles so gelaufen, wie es hat laufen sollen. Alles ist mit einer Selbstverständlichkeit wie ein Räderwerk abgelaufen. Es war immer die Tagesordnung, es war alles in der Regel. Die Mutter war ein guter Organisator. Unser Tag war, und sie war auch immer zur Stelle, wenn es notwendig war. Sie war für alle da, sie hat sich um alles gekümmert, sie hat ihr Leben vollkommen dieser Familie gewidmet gehabt. Es gab nichts, wo wir nicht zur Mutter gehen konnten, wobei wir das nach Möglichkeit vermieden haben. Wir haben uns meistens mit den Geschwistern, mit den Älteren auseinandergesetzt, und da haben wir viele gute Ratschläge bekommen. Die waren hilfreich.